Arroganz ist schon ein bisschen subjektiv zu betrachten, deshalb schwer zu sagen. Nee, ich würde das Wort subjektiv finde ich da auch ganz verkehrt. Es ist immer eine Sache der Interpretation, weil viele Menschen haben eine ganz, ganz, ganz andere Gefühlslage. Wenn ich zu den einen sage, ey, weißt du was, das sieht kacke aus, nimmt er das so wahr, nimmt das persönlich, zweifelt dann an sich oder denkt sich, wie kann der sowas zu mir sagen? Zu dem einen sage ich, ey, das sieht scheiße aus, der sagt, wieso, warum? Dann sage ich dem die Gründe und der nimmt das ganz neutral auf. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, was er mit subjektiv meint, aber ich wollte noch was dazu sagen. Es kommt auch darauf an, wie du das nach außen stellst. Zum Beispiel, es gibt noch ein Beispiel. Zum Beispiel diesen Andrew Tatum. Meiner Meinung nach null, heißt Andrew Tate? Wie heißt der? Andrew Tate, ja, keine Ahnung. Zum Beispiel, ich feiere den gar nicht. Ich feiere den gar nicht. Also, Leute lassen sich so, so geisteskrank von dem verblenden und sagen auf einmal, das ist ein Macher. Aber der wirkt für mich nicht arrogant. Du feierst ihn nicht, weil er Facts spricht. Ja, aber dann, guck mal, wenn ich jetzt zu dir sage, zum Beispiel, deine Aussage ist absolute B und du bist ein Opfer. Also der Fakt ist, dass deine Aussage scheiße ist, dass du ein Opfer bist, kann man drüber diskutieren, aber in diesem Moment spreche ich auch Facts.